Moin, heute möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen. Und zwar ist das Die Töchter von Ilian von Jenny Mai Nguyen. Das Buch ist im Fischer Tor Verlag erschienen, kostet 16,99 € neu, hat circa, super vorbereitet, Ramona, 650 Seiten. Und ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage vielen lieben Dank an den Verlag. Ich bin sehr, sehr neugierig gewesen, denn als Jugendliche habe ich fast alle Bücher von Jenny Mai Nguyen gelesen. Schon damals hat sie High Fantasy geschrieben und was ich bei ihren Büchern immer so besonders fand, war, dass viele Einzelbände waren und auch dieses Buch kann man als Einzelband verstehen. Es könnte zwar eine Fortsetzung kommen, aber ich finde, dass es so abgeschlossen ist. Schon mal das vorweg. Und deswegen war ich natürlich sehr gespannt, wie sie jetzt so im Erwachsenenbereich schreibt, denn sie ist ungefähr so alt wie ich, glaube ich. Ja, genau, sie ist ein Jahr älter, also. Sie soll jetzt auch so um die 30 Jahre alt sein. Und ich wollte sehen, wie sehr sie sich entwickelt hat. Und das Buch ist jetzt auch nichts für Jugendliche oder für Kinder, sondern wirklich im Erwachsenenbereich anzusiedeln. Es handelt sich hierbei um High Fantasy. Und ich habe das Buch zusammen mit der lieben Kali von Kalis Books gelesen. Sie wollte mit mir auch mal wieder was zusammen lesen, beziehungsweise ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht auch High Fantasy mal ein bisschen mit mir wieder zusammen lesen möchte. Und sie ist ja auch ein Fantasy-Mädchen im Herzen und deswegen haben wir uns sehr drauf gefreut. Wir fanden die Idee hier auch klasse, denn wir finden uns zwar in einer typischen High-Fantasy-Welt à la Herr der Ringe von Tolkien wieder. Wir haben hier nämlich so die typischen Völker, Menschen, Elfen und Zwerge und verschiedene Menschenvölker finden wir hier wieder. Aber wir haben hier auch so eigene Ideen, die mir wirklich gut gefallen haben. Wir haben nämlich hier magische Artefakte, die damals in den Händen der weisen Frauen war und jedes Volk hatte ein eigenes magisches Artefakt, mit dem halt ja der Frieden bewahrt wurde. Mittlerweile sind diese magischen Artefakte aber verloren gegangen, beziehungsweise in anderen Händen. Und Krieg ist ausgebrochen. Diese magischen Artefakte waren zum einen der blickende Becher, der in die Vergangenheit schauen konnte, denn die Sternenscheibe, die in die Zukunft schauen konnte, der Spiegel, mit dem man Selbsterkenntnis erlangen konnte und auch die Flöte, mit deren Hilfe man mit Tieren kommunizieren konnte. Ja, diese magischen Artefakte gibt es und wenn man sie verschenkt, dann mehrt sich die Macht. Wenn sie aber geklaut werden oder zu lange in derselben Hand sich befindet, dann verringert sich die Macht. Und alleine das fand ich schon echt cool. Ja, und wir haben jetzt hier mehrere Protagonisten, die halt diese magische Artefakte wiederfinden wollen, aus den verschiedensten Gründen. Wir haben hier einmal Valgreta, das ist eine Zwergin, die halt bei den Wiccan, also bei diesen weisen Frauen, in die Lehre gegangen ist, aber nicht übernommen wurde und sie hadert mit sich, denn sie hat 7 Jahre ihres Lebens verschenkt und sie weiß nicht, warum sie als nicht würdig angesehen wird, eine Wicca zu werden, also eine weise Frau, die Magie halt auch benutzen können. Sie wird wieder zurückgeschickt in ihr Reich. Sie ja, ist natürlich sehr betrübt und sie lernt Fayanu kennen. Fayanu ist ein Waldelf und auch er hat eine bestimmte Aufgabe. Er soll eben diese Iliaden, also diese magischen Artefakte sammeln und seinem Volk, den Waldelfen, bringen. Aber Fayanu und Valgreta beschließen ja, diese Aufgabe. Das war Fayanu will sowieso diese Aufgabe nicht umsetzen, denn er möchte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und sie haben einfach die Idee, diese Artefakte wieder zu sammeln und den weisen Frauen wieder zurückzugeben, dass jedes Volk wieder so ein Artefakt besitzt und so der Frieden gewahrt wird. Es gibt natürlich aber auch Personen, die diese Artefakte missbrauchen wollen für Rachegedanken oder für Machtgedanken. Und so beginnt ein Wettlauf der Zeit, wodurch je verschiedene Personen halt an diese Artefakte ran wollen und währenddessen herrscht Krieg und ganz viele politische Intrigen. Es gibt hier wirklich sehr, sehr viele verschiedene Völker. Es gibt eben nicht nur einfach die Zwerge, die Menschen und die Elfen, sondern es gibt einmal die Küstenelfen, dann gibt es die Waldelfen und besonders bei den Menschen gibt es ganz viele verschiedene Stämme.
ganz viele verschiedene Orte, wo man doch ganz schön ins Schwummern kommt und gar nicht mehr weiß, wer wer ist. Und es gibt hier auch ganz viele Kapitel, die aus verschiedenen Richtungen, aus vielen verschiedenen Perspektiven berichtet werden, was auch manchmal nicht ganz einfach war, in dieses Buch reinzukommen. Also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man überhaupt in dieses Buch reingekommen ist. Und wir haben auch sehr, sehr lange gewartet, bis wir den roten Faden gefunden haben. Und wir haben gedacht, okay, jetzt bricht Valgreta bald auf, um diese Iliaden zu sammeln. Und immer wieder kam was dazwischen und es ging immer wieder hin und her. Und leider haben wir den roten Faden bis zum Ende nicht richtig gefunden. Und wir haben auch bis zum Ende den Zugang zu den Protagonisten nicht richtig erhalten. Ich habe euch ja schon im Lesemonat erzählt, dass das für mich ein großer Flop war und es hatte aber so viel Potenzial. Ich fand die Ideen richtig klasse, wie gesagt, mit diesen magischen Artefakten, aber diese magischen Artefakten standen gar nicht so sehr im Mittelpunkt und auch dieses ganze Magische, was es an sich hatte, das stand nicht im Mittelpunkt. Das war wirklich, wirklich schade. Was im Mittelpunkt stand, waren diese politischen Intrigen, die Machtspielchen und ganz, ganz viele Schlachten. Und das hat sich immer wiederholt und immer wieder gab es Schlachten. Und ich bin ja eh nicht so der große Fan davon, aber es hat sich immer wiederholt. Und es gab so viele Scharmützel und auch die Figuren. Es gab keine richtige Figur, die einem so richtig ans Herz gegangen ist. Zu Anfang hatten wir noch gedacht, boah, weil Greta ist so eine tolle Protagonistin, die hat so viel Potenzial, weil ihr eben prophezeit wurde, dass sie entweder eine sehr, sehr düstere Vergangenheit hat oder eben ja das Reich retten könnte. Also sie hat eine helle und eine düstere Seite und das hat man dann auch so ein bisschen gemerkt und ich dachte, oh, das könnte wirklich spannend werden, denn man hat auch ihren Zorn gemerkt, aber das kam leider überhaupt nicht raus. Wie die sich die Personen entwickelt haben, fanden wir auch ganz grauenvoll und man konnte sich immer weniger in die Person hineinversetzen. Also wir haben gedacht, okay, es dauert jetzt vielleicht ein bisschen, weil die Perspektiven dauernd verändert werden und weil so viele Personen eingeführt werden, dauert es vielleicht einfach, bis man sich in sie hineinversetzen kann. Aber es wurde im Grunde zum Schluss immer schlimmer und sie haben Sachen getan, die man nicht nachvollziehen konnte und die für mich wirklich unmöglich waren teilweise. Genauso wie die Waldelfe, wo man auch nicht genau wusste, was ist das jetzt für ein Geschlecht. Also zu Anfang fand ich das spannend, wie hier mit dieser Thematik gespielt wurde, dass es eben auch mal eine Liebesgeschichte zwischen zwei weiblichen Protagonisten war, aber diese Liebesgeschichte wurde überhaupt gar nicht aufgebaut. Sie lieben sich, Punkt. Und dann trennen sie sich wieder und vermissen sich und man konnte es gar nicht nachfühlen, weil ja diese Liebe gar nicht aufgebaut wurde. Dann gibt es noch eine Dreiecksgeschichte und es gibt sehr, sehr viel gewaltige Szenen, es gibt sehr blutige Szenen, das muss man hier auch wissen, was mich nicht unbedingt stört und was ich jetzt auch nicht als große Kritik ansehe, aber das finde ich wichtig zu erwähnen, damit man weiß, worauf man sich hier einlässt. Es hat aber auch, und das fand ich hier anfangs sehr, sehr schön, etwas Märchenhaftes. Also der Einstieg war sehr poetisch und märchenhaft, hat an manchen Stellen so Märchenerzähler-Momente gehabt, so dieses Es war einmal und auch diese Waldlichtung hatte so ein bisschen und mit diesen weisen Frauen hatte zu Anfang so etwas von Hänsel und Gretel. Dann gab es noch Lindwürmer, die im Nebel entstehen und unterjocht worden von den Waldelfen. Auch diesen Aspekt fand ich super spannend und super magisch. Und ich hätte da gern so viel mehr noch gewusst. Wo kommen diese Lindwürmer her? Was wollen sie? Und warum wurden sie unterdrückt? Und ja, wie genau ja, sind sie so aufgebaut? Das wurde so ganz am Schluss wurde das angeschnitten und die haben auch noch mal eine wichtige Rolle gespielt, aber das war viel zu wenig. Ich fand das richtig, richtig klasse, diese Idee, dass sie eben aus Nebel bestehen, diese Lindwürmer und ja, dass man gleich, dass sie so schillern wie eben Regenbo wie so Regen im Sonnenlicht und so weiter. Also das hatte wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Auch diese poetische Sprache fand ich anfangs wirklich klasse, dieses Märchenhafte. Und ich habe immer mal wieder mir Sätze markiert.
Allerdings wurde mir das nachher wirklich zu viel, dieses Poetische. Das war nachher so überdreht und so überladen mit poetischen Metaphern, dass ich gar nicht mehr wusste, was dort beschrieben wurde und dass ich gar nicht mehr durchgestiegen bin durch diese philosophischen, metaphorischen Geschwafeleien. War wirklich nachher Geschwafel. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ich einfach auch den Inhalt nicht mehr toll fand, dass ich auch die Sprache nicht mehr genießen konnte. Sehr, sehr schade. Also das, was mich wirklich hier interessiert hat, waren eben die magischen Artefakte, die Magie und ja, diese Wesen. Auch Ilian, das Reich Ilian hat mich nochmal, das fand ich auch nochmal schön beschrieben zu bekommen, wo halt die Waldelfen sich aufgehalten haben und im Exil waren. Aber hauptsächlich wurde dieses Buch halt beherrscht von kriegerischen Szenen, von politischen Intrigen, von Rachegedanken und von Protagonisten bzw. von Charakteren, die man, denen man nicht so richtig nahe kommt, die man nicht nachvollziehen kann. Und es hat sich wirklich gezogen zum Schluss. Also wir mussten uns wirklich durchquälen und da haben Kali und ich eigentlich, waren wir uns immer einig, was das Buch anbelangte. Zu Anfang habe ich, wie gesagt, noch viel Positives gesehen und dachte, okay, das braucht einfach, manchmal braucht man in High Fantasy auch so ein paar Seiten, um reinzukommen. Und zwischenzeitlich haben wir gesagt, okay, jetzt geht's auch richtig los. Aber diese Queste, was man halt auch so kennt von High Fantasy, die gab es einfach nicht. Mit diesen Gefährten, das Potenzial war ja da, aber ist gar nicht dazu gekommen. Und wo ich mich insbesondere betrogen gefühlt habe, war bei ja, eben bei dieser Queste, sie waren jetzt auf dem Weg, diese Flöte zu holen und die sollte sich in der Geisterwelt oder im Geisterreich oder im Reich der Geister befinden. Und da habe ich mich richtig drauf gefreut, wie sie überhaupt in dieses Geisterreich gelangen, wie es da aussieht und wie sie diese Flöte bekommen. Und auf einmal wird diese Queste einfach abgeblasen, denn die Flöte ist auf einmal aufgetaucht. Wie und warum, das erzähle ich euch jetzt nicht, ich will euch ja nicht spoilern, aber das wurde einfach abgeblasen und ich habe mich so betrogen gefühlt, dass es einfach hier ist sie doch und ich habe sie mal eben geholt, so halbwegs und ja, fand ich ganz, ganz schade. Dieses Buch wird auch nicht bei mir bleiben, obwohl ich es echt hübsch finde. Also es ist sehr, sehr schön und es hier diese Wildgans spielt auch eine Rolle und die habe ich glaube, als einzige Figur in diesem Buch wirklich sehr ins Herz geschlossen. Es gab Potenzial, auch mit dem Charakter von Valgreta. Das hätte so ein Mad Queen-Moment werden können und man hätte diese Gefühle einfach auch nachvollziehen können, diese Wut und diese dunkle Seite. Das hätte man schön aufbauen können, aber das habe ich leider nicht gespürt. Auch, dass man die magischen Artefakte auf eine gute und eine schlechte Art und Weise nutzen kann, die Macht, fand ich eine spannende Idee. Es wurde mir aber einfach zu wenig thematisiert. Ja, jetzt habe ich sehr viel gemeckert, und habe euch gesagt, was mir gefallen hat, beziehungsweise welche Ideen mir gefallen haben. Jetzt interessiert es mich natürlich, was ihr so denkt. Ich habe tatsächlich auch schon viele positive Meinungen gehört, und Rezensionen gesehen. Also es gibt nicht nur negative. Ich bin aber ganz beruhigt, dass ich jetzt hier nicht alleine dastehe, denn Kali hat es ganz genauso gesehen. Und wenn ihr Ihre Meinung auch noch mal aus ihren Worten, aus ihrer Sicht sehen wollt, dann schaut bei ihr vorbei. Ich werde euch ihr Video verlinken, sobald es das gibt. Ich weiß noch nicht, ob sie eine Einzelrezension hochladen wird oder dann in ihren Lesemonat darüber berichten wird. Aber wenn ihr halt noch mal ein bisschen was Positives darüber hören möchtet, dann könnt ihr, glaube ich, bei It's Fonk vorbeischauen. Die hat, glaube ich, das Buch ganz gut gefunden. Gebt das einfach mal bei YouTube ein, wenn ihr noch andere Perspektiven haben möchtet. Aber das ist meine 2 Sterne hat es noch bekommen, weil es eben so einige Lichtblicke hatte und einige tolle Ideen gab. Und ich den Schreibstil, diesen Märchenerzählerton anfangs echt schön fand. So, jetzt fange ich wieder an, mich zu wiederholen. Das ist für mich ein Zeichen, dass es jetzt mal Zeit ist, sich zu verabschieden. Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.